Ja, willkommen zurück zu Factorio, zur zweiten Folge. Ja. Dann gucken wir mal, was wir heute hier so alles Schönes anstellen. Ja, erstmal müssen wir jetzt so ein bisschen Strom hier in Gang kriegen. Ja, deswegen habe ich auch all die Eisendiebe hier. Patti, Ja. ich setze eigentlich immer zwischen den letzten Heizkessel und Dampfmaschinen nochmal ein Rohr, weil dann kannst du nämlich zeitweise hingehen, kannst gucken, ob das Wasser noch heiß genug ist. Das sehe ich ohne Probleme, wenn ich mit der Maus auf die Dampfmaschine gehe. Da steht nämlich Temperatur. Das ist entscheidend, nicht das, was im Rohr ist. In der Dampfmaschine ist entscheidend. Zwar die letzte. Ist immer wichtig, was in der letzten ist. Aktuell, gut, aktuell ist ja sowieso nichts, weil wir ja noch keinen Strom abnehmen. Noch nicht, aber gleich. Jo. So, was brauchen wir denn für so einen komischen. Hab's geahnt, wir brauchen Eisen. Der mit seinem Eisen. Ja. Nee, nee, nee. Ich bin eher am Überlegen, ob ich mir für meine Eisenproduktion hier ohne selber Strom baue. Ja, kannst du ja machen. Ich meine, wir werden ja sowieso dann, mehrere brauchen. Weil irgendwann ist halt das Ende der Fahnenstange erreicht. So, das läuft. Ja, da hat er kein Eisen hier. Nö, hab ich gerade geklaut. Aber fürs Erste kann ich mir ja von da oben mal Strom abzweigen, damit zumindest mal die Förderer in Gang kommen. Wie viel hast du schon? Einen bis jetzt. Achso, ja, gut, weil ich will jetzt nämlich auch einen machen, damit die, damit Strom, Kohle abgezweckt wird. Beziehungsweise, damit ich einen zweiten Stromkreislauf machen kann, weil dann versorge ich die Heizkessel mit einer separaten Leitung. Und da kann ich ja ruhig so einen alten nehmen, da hänge ich dann auch so einen alten kohlebetriebenen Greifarm dazwischen, der dann das Ganze auffüllt. Ja. Dumm ist nur, wenn ich mir da ohne selber Strom erzeuge und dann brauche ich auch wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ohne Kohle geht nichts. Ja, das stimmt. Zumindest vorerst habe ich hier ohne irgendwo Kohle, dann brauche ich mir von da oben nichts zu holen. Geht wir doch mal auf die Reise. Greifen wir hier Strom ab, machen hier das Band zu Ende, setzen den hier hin. Nö, so in direkter Nähe eigentlich nicht. Ja, denn das ist kein Ding. Hier wird mit abzwacken. Ja, ich werd's gedacht, ich brauche Eisen.
So, brauchen wir hier Kohle. Ja, schauen wir mal, entweder links oder rechts. Ja. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, was da das Beste ist. Jetzt sehe ich dann schon. Jo. Das glaube ich. Gehen wir erst noch ein bisschen Holz fällen. Ich brauche Strommaster. Mach das. Dann kriegst du noch ein bisschen Kupfer geklaut. Du hast Kupfer geklaut. Klau ich dir jetzt gleich. So, ja, mach das. Ich, dafür klau ich dir ja schon die ganze Zeit Eisen. Jo. Wollen wir jetzt hier rum erstmal die ganze in Ballung bringen. So. Das Ganze lassen wir dann wieder so laufen. Genau. Lalalala. Den Rest ab. Bauen den dahin. So. Eisen, ich brauche Eisen. Ja, 9 Stück brauche ich noch. Passt.
kann ich nämlich das Kupfergedöns auch per Strom laufen lassen. Läuft. Das ist mir jetzt zu blöd. Machen wir jetzt hier oben, ich habe ja so ein ganz, ganz kleines Erzfeld. Machen wir da jetzt noch eine Produktion. Damit ich dir nicht immer alles wegnehme. Oh. Gibt Schlimmeres. Ja, trotzdem. Ja. Sag mal, was ich hier mache, das ist ja mehr oder weniger uninteressant. Das sieht ja keiner, wie ich das mache. Wichtig ist ja, dass du was zu zeigen hast, weil dir gucken die Leute ja zu, nicht mir. Meine Spritzkacke ist kaputt. Dann macht ihr eine neue. Kann ich nicht, mir fehlt Eisen. Dann hol dir welches. Nö, da bin ich so stolz zu. Das mache ich mir jetzt selber. So. Hast du nur davon? War sie selber schuld? Aber auch nur quasi. Ja. Schützenfest, ne? Wird halt auch mal geschossen. Hätten Sabbel, wir machen Aufnahme. Ja, ne, sowas kommt halt auch mal vor. Jo. Hans Hund mit dem Wort zum Sonntag. Komm hoch. Ja, komm. Uah. Ah. Ja. Heb dir keinen Bruch. Heb mir doch nichts. Och, nicht bei diesem Fliegengewicht. So, Digga, ist gut. Abmarsch. Auf deinen Platz. Geh. Ach, so, weiter im Text. Wollte ich mal. Kohle war das. Machen wir das doch mal. So. Auch nochmal Kohle, dann habe ich jetzt hier meine eigene Dingsproduktion. Schön. So. Was ich denn dafür? Was mir auch mal gerade so pauschal einfällt, die Settings für die Karte, die sind im Prinzip auch ganz einfach. Alles standardgemäß eingestellt, bis auf die Menge von den Rohstoffen. Die haben wir hochgeschraubt. Weil, ich sag mal, lieber so ein bisschen zerklüftet, aber dafür die einzelnen Stellen mit mehr Material. Weil es einfach, ja. Muss man nicht ganz so oft umbauen. Und wir werden eh schon genug umbauen.
zwangsläufig. Ja. Genau so sieht's aus. So. Ich baue jetzt mal lange Wegstrecke für Strom, also wegen zum Stein hoch, damit wir, also ich werde mal den Stein an den Wall hier irgendwie runter fördern, so nach und nach. Das ist so ziemlich das erste, weil erstmal produzieren wir ja jetzt für den Handgebrauch genug Kupfer, kann ich ja später ausbauen, aber das Thema in der nächsten Folge. Schon wieder soweit. Ja, ich schaffe das soweit. Na denn. Tschö. Tschüss.